Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Castle Story. Ja, in der letzten Folge habe ich hier ein Loch reingesprengt und danach ausnahmsweise mal als Safe Game auch abgespeichert, denn ich möchte gerne austesten, wie gut sich sowas eigentlich reparieren lässt. Deswegen habe ich mir gedacht, nachdem hier der Schaden ja nicht so groß war, testen wir das mal, ob und wie man sowas reparieren kann. Eine andere Sache allerdings ist mir zugetragen worden, und zwar vom DJ-Mixer, Mr. DJ-Mixer. So, hier bröselt überall alles runter. Und zwar hat er herausgefunden, wenn das Spiel anfängt zu laggen, wenn die Framerate ein bisschen in die Knie geht, dann liegt das normalerweise daran, dass eine Mine zu groß geworden ist. Das heißt, dass das Gelände hier einfach, das von der Mine abgedeckte Gelände, einfach zu groß ist. Aus diesem Grund werden wir diese Minengruppe jetzt mal löschen. Wir haben ja ohnehin weiter hinten unsere Mine. Ich werde also die hier alle in die neue Gruppe übertragen, die Bricktons hier. Das müsste hier hinten irgendwo sein. Jawohl, genau, hier haben wir einen Tunnel reingemacht. Und die zweite Sache, die ich... oder die mir der Mr. DJ Mixer geschickt hat, ist eine Welt, die er gebaut hat. Die werden wir uns ansehen, allerdings erst am Ende dieser Folge. Der hat dort auf der Karte The Flying Forest, die ich vor ein paar Folgen ja mal vorgestellt habe, eine riesige, wunderschöne Burg gebaut mit einigen coolen Details, die ich ganz gerne auch übernehmen möchte für meine eigenen Arbeiten. Und ich denke auch, dass ich früher oder später natürlich ebenfalls auf dieser Karte spielen werde, denn hier sind wir geländetechnisch ja doch einigermaßen eingeschränkt. Hier ist alles uneben, wir haben wenig Platz zum Bauen, hier sind übrigens wieder Löcher im Terrain. Und ja, Löcher im Terrain, das bringt mich zu einer weiteren Frage, die mir gestellt worden ist, und zwar haben einige wissen wollen, ob ich denn was wüsste über einen neuen Patch, weil ich ja mal Kontakt mit den Entwicklern hatte von Castle Story, mit den Leuten von Sauropod Studios oder Studio. Und ja, ich hatte mal Kontakte mit Thierry, einem der Entwickler, bezüglich dieser Löcher eben im Boden. Da habe ich ihm ein Safe Game geschickt. Allerdings, abgesehen davon weiß ich auch nicht mehr als ein Normalsterblicher. Ich beziehe meine Infos auch nur aus den offiziellen Foren. Und wenn ein neuer Patch kommt, ja, dann erfahre ich das nicht früher als ihr und muss eben dann angemessen reagieren, indem ich ihn... Ja, was mache ich dann? Dann installiere ich ihn halt. So, die Türen hier, die Tore, die müssten, Moment mal, so und so, das heißt hier ein Doppelstein rein. Und ich denke ja mal, diese Reparatur hier, das ist gleichzeitig auch ein bisschen ein Test-Drive, wie das denn wäre, wenn ein Gegner uns bombardiert hätte, wie schnell wir den Schaden wieder beheben können. Ich denke ja mal, dass in der endgültigen Version es dann möglich sein wird, so eine reparierte, so eine kaputte Mauer, meine ich natürlich, automatisch reparieren zu lassen, dass die Phantomblöcke an den Stellen, wo die echten Blöcke fehlen, vielleicht wieder automatisch auftauchen und die Bricktrons dann eben von selbst wieder anfangen, das zu reparieren. Die Frage, die sich mir jetzt hauptsächlich stellt, ist natürlich, wie kriegen wir die Bricktrons hier hoch, um die Löcher zu stopfen? Ich schätze mal, da werden wir eine Behelfstreppe bauen müssen. Leider gibt es ja noch keine hölzernen Baugerüste oder ähnliches. Und gegen Ende der Folge habe ich dann aber vor, die Karte herzuzeigen, die Mr. DJ Mixer mir geschickt hat, mit der großen, beeindruckenden Burg. Und dann denke ich auch, dass wir so langsam mal hier unsere Arbeiten abschließen werden. Ich wollte hier noch ein bisschen einen Teil der Festung in den Berg reinbauen. Vielleicht mache ich das dann aber schon auf der neuen Karte, denn dort ist einfach wesentlich mehr Platz und man kann viel kreativer werden. Übrigens, man sieht auch, irgendwie ruckelt es hier auch, wenn ich scrolle. Alle paar Sekunden haben wir hier so einen kleinen Ruckler drin.
Das heißt, das Löschen der Mine hat jetzt nicht so viel gebracht. Ich lösche jetzt mal das ganze Zeugs, was hier rumliegt. Aber dieser Ruckler besteht soweit weiterhin. Ich werde jetzt mal eines machen. Ich werde diese Stockpiles hier nach und nach löschen. Bleibt übrigens auch ein Loch im Boden. Sieht sehr interessant aus. Ich hoffe mal, die Bricktrons können da jetzt nicht durchfallen. So. Und ja, wir werden es gleich sehen, wenn der nächste kommt. Ich will nur einen von euch. Wie ist das denn? Könnt ihr hier, kannst du hier jetzt irgendwie drüber laufen? Oder du? Ja, okay, er fällt nicht rein, das ist gut. Der Frufru ist eigentlich auch Teil der Power-Gruppe, aber er macht nichts. Naja, okay. Da sieht man, dass das Pathfinding dann schon auch auf kürzeren Entfernungen ein bisschen problematisch werden kann, wenn hier so eine Treppe dazwischen ist und ähnliches. Die Bauarbeiten hier sind jetzt mal, was das angeht, fertig. Ich denke mal, hier werden wir einfach eine Behelfstreppe hochbauen müssen. Anders wird das nicht funktionieren. Wir machen das jetzt einfach mal so hier hoch. Versperren uns dabei natürlich einen Eingang, aber lässt sich halt leider nicht verhindern. Irgendwie müssen wir hier hochkommen. Die müssen wir natürlich dann am Ende wieder abreißen. Ist eine Verschwendung von Steinen, muss ich sagen. Da wäre es natürlich schon cool, wenn es hier irgendwie wiederverwendbare Holzgerüste gäbe, was ja auch vorgeschlagen worden ist auf den offiziellen Foren. Dass eben die Bricktrons ähnlich wie bei einer Mine, also wenn man eine Mine in die Tiefe baut, wird ja automatisch eine Holztreppe angelegt. Und die Idee wäre eben, dass dann ähnlich wie diese automatische Holztreppe so ein automatisches Holzgerüst angelegt wird durch die Bricktrons, um eben Stellen an höheren Orten erreichen zu können. Dann müssten wir hier nicht diese komische Treppe hier hochbauen, sondern könnten einfach, beziehungsweise es würde ganz automatisch hier ein Holzgerüst erstellt werden. Die Bricktrons würden ihre Steine möglicherweise sogar mit Flaschenzügen oder ähnlichem hochbefördern und oben dann einfach einsetzen. So, der steht jetzt in der Gegend rum, gibt seine Last an jemand anderen ab und ich denke mal, jetzt sollte es gehen. 1, 2, 3, wenn der hier noch gesetzt ist, dann müssen wir natürlich das hier wieder abreißen und dann haben wir das Loch auch behoben bzw. geflickt. Und da fehlen übrigens 2 Steine. Das hatte ich auch schon öfter mal, dass manchmal Bauteile oder Bausteine, die irgendwie so ein bisschen im Boden oder am Boden sind, nicht geladen werden. Hier versinkt die Treppe im Boden. Da haben wir also richtig mit Erosion zu kämpfen. Ist natürlich ein Bug in Wahrheit. Ja, und die Ideen, die von euch gekommen sind, möchte ich natürlich jetzt so langsam mal umsetzen. Wir werden hier auf dieser Karte dennoch nichts Spektakuläres mehr bauen können. Ganz einfach, weil uns der Platz fehlt. Das heißt, wir können hier diese Mauer noch ein bisschen ausweiten. Das sollte soweit noch klappen. Kein Problem, aber ich denke mal, früher oder später werden wir auf der Karte The Flying Forest beginnen. Und ihr werdet auch gleich sehen, warum, denn die Möglichkeiten dort sind wesentlich besser. In ein paar Minuten werdet ihr es sehen, denn dann lade ich mal die Welt vom Mr. DJ Mixer, die er gebaut hat, und ich sage nur, ihr werdet wahrscheinlich staunen, was da alles möglich ist und vor allem, was für Bauskills er hat, denn was er da auf die Beine gestellt hat, ist besser als alles, was wir hier bisher gebaut haben, ja, oder ich gebaut habe in diesem Let's Play. Und man muss natürlich sagen, das liegt auch ein bisschen, also zu 90% liegt es an seinen Bauskills, zu 10% liegt es natürlich auch am Platzangebot, das auf dieser Karte einfach wesentlich größer ist. Ja, ich mache euch hier den Mund wässrig. Ich weiß, die Minenarbeiter stehen hier herum, das heißt, diese Mine hier dürfte soweit mal fertig sein. Hier könnten wir eigentlich den Tunnel noch ein bisschen vorantreiben, warum auch nicht. Ich hoffe mal, die finden dann auch den Weg. Was macht ihr hier? Ach du meine Güte, die
Ah, okay, der geht hier wieder an die Oberfläche. Das ist ja auch mal cool. Das heißt, wir werden hier einen Tunnel haben, der hier reingeht und hier wieder raus. Naja, warum auch nicht? Die ganzen Löcher hier im Boden machen mich immer so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich machen die immer so ein bisschen unruhig. Ich habe da immer Angst, dass da jemand reinfällt. Zum Beispiel so, ja, solange nicht durchfällt, soll es mir recht sein. Und ja, man sieht es natürlich, oder man merkt es natürlich, Pathfinding-technisch fangen jetzt die Probleme leider auch irgendwie ein bisschen an, dass wir so ein paar Ruckler drin haben. Ich werde hier einfach noch mehr Stockpiles löschen, in der Hoffnung, dass das den Pathfinding-Prozess ein bisschen verbessert. Und was ich auch machen werde, ich lösche hier einfach die angefangenen Steinbehälter, damit kein Brichton auf die Idee kommt, in seinen Pathfinding-Berechnungen eventuell hierher laufen zu wollen. Vielleicht beschleunigt das das Ganze auch wieder ein bisschen. Und hier die Reparaturarbeiten soweit schreiten voran. Ich denke mal, das müsste klappen, dass wir das hier voll kriegen. Das Problem scheint eher zu sein, dass wir zu wenig Steine haben im Moment. Ja, da haben wir eine ganze Menge angefangener Schuttbehälter. Aber die Brickdons machen das leider nicht so, dass sie einen fertig machen und dann den nächsten machen, sondern es werden unzählige angefangen und nicht fertig gemacht. Kennt man ja generell auch so von Baustellen. Da werden unzählige angefangen und keine wird fertig. Ich meine jetzt im echten Leben, nicht nur hier in Castle Story. Und ja, ein Stein fehlt noch, ein Stein. Nicht zwei oder drei, nein, ein Stein fehlt noch. Was mache ich da? Ich will natürlich ins Baumenü, denn sobald der hier oben gesetzt ist, können wir schon mal daran denken, hier die Treppe wieder abzureißen und der Turm ist dann wieder soweit fertig. Nachträglich betrachtet hätte ich bei diesem Turm wahrscheinlich mehr Fenster eingebaut, wenn ich eben da schon auf die Idee gekommen wäre, dass das mit den Fenstern irgendwie cool wäre. Und es ist vollbracht. Die Reparatur ist beendet. Er steht jetzt hier noch an der Mauer angeschmiegt, der Buhl. Und bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil hier was aus meinem Regal gefallen ist. Einfach so. Moment, ich muss mal kurz nachsehen, was das war. Ach so, war nur so eine Postkarte. Ja, okay. Gehen wir wieder zurück in Castle Story und hier reiße ich jetzt mal diese Behelfstreppe ab. Ich denke mal, gut, besser von oben anzufangen als von unten, aber das müsste jetzt eigentlich trotzdem klappen. Oh je, er ist jetzt eingeklemmt. Ach, er ist durchgefallen. Das ist ja mal lustig. Okay, jetzt wird dieser Stein abgerissen. Jetzt geht's denen an den Kragen und ach, und der springt jetzt einfach raus und ihm genau auf den Rücken. Das ist ja mal cool. Das heißt, die Steine, sofern sie ganz bleiben beim Abriss, die werden durchaus wiederverwendet. Das ist ja mal cool. Okay, das Geröll hier können wir weglöschen. Ich weiß, man könnte es mit Minenarbeitern aufsammeln, aber bevor ich jetzt einen hierher schicke, was ist eigentlich hier los? Seid ihr hier fertig mit dem, Ich sehe das gerade gar nicht. Ach so, das ist quasi eine Grube geworden. Hm, da könnten wir jetzt aber eigentlich, könnten wir jetzt hier so eine, Grube auch noch anlegen. Dann hätten wir nämlich gleich eine Treppe runter. Müssen wir nicht so tief machen, vielleicht so. Und die Treppe wahrscheinlich besser auf dieser Seite, oder? Hm? Ja, und ihr alle bitte geht jetzt in diese Gruppe rüber, denn da gibt's was zu tun. Aber ihr seht schon, irgendwie geht uns hier so langsam der Platz aus. Das ist alles so beengt hier. So richtig gefällt mir das ja nicht. Und deswegen glaube ich ja doch, dass wir das alles hier noch als Übungsmission betrachten sollten, denn
wenn ihr mal die Karte The Flying Forest seht und vor allem eben seht, was da möglich ist, dann werdet ihr wahrscheinlich sagen, komm Panda, spiel sofort auf Flying Forest, mach dort weiter. Und ja, reparieren wir hier noch den Rest, damit wir wenigstens mit einem unbeschädigten Turm dann diese Karte beenden. Und ja, ich mache das jetzt mal so. Die stehen nur rum. Das Problem scheint nämlich zu sein, dass hier natürlich jede Menge angefangene Steinhäufchen rumliegen, aber nichts fertig geworden ist. Okay, jetzt gibt es wieder ein bisschen was. Das geht auch sehr schnell mit den Minen, sofern eben hier ausreichend viele Arbeiter beschäftigt sind. Da könnte man einen ganzen Berg in kürzester Zeit abreißen auf diese Weise. Okay, und hier kommt niemand hin. Das ist natürlich klar. Ja, eure Vorschläge, die ich übrigens echt cool fand, nämlich eine Festung, die im Berg ist, zumindest teilweise. Ich möchte uns doch so einen kleinen Teil rausschauen lassen, so ein bisschen bunkerartig. Eine große Mauer zu bauen, eine Treppe, eine ewige Treppe in den Himmel zu bauen, kam, glaube ich, von LO1ZB der Vorschlag. Und auch generell einfach mal so eine Burg zu bauen mit Bergfried, mit möglicherweise kleinen Unterständen, soweit sich das mit den begrenzten Baumöglichkeiten derzeit verwirklichen lässt. Einen Hochstand, da haben wir hier nur zwei Säulen als Mahnmal sozusagen. Das alles werde ich natürlich machen, aber eben auf der anderen Karte. Ich warte jetzt noch einfach der Vollständigkeit halber darauf, dass hier diese Mauer fertig wird und dann laden wir The Flying Forest, wie sie von... Ach so, die legen erstmal hier die Steine. Na gut, dann warten wir doch nicht. Dann speichere ich jetzt nämlich mal ab. LP3, jawohl, das war's. Und ich lade jetzt das Save Game vom Mr. DJ Mixer, der mir erlaubt hat, es auch vorzustellen in diesem Let's Play, was ich natürlich sofort mache. Die Karte wird geladen, man sieht, das Gelände braucht eine Weile, um sich aufzubauen. Es ist hier schon Abend, aber diese Burg ist doch echt beeindruckend, was er hier geleistet hat, was er in diesem, auf dieser Karte geleistet hat, ist echt fantastisch. Natürlich sieht man auch, der Platz ist wesentlich größer, aber gut, hier ist eine kleine Brücke, das ist cool gemacht, die hat er vermutlich erst in die Höhe gebaut, dann die Bricktons auf der anderen Seite fallen lassen und hier dann hochgebaut und das Ganze verbunden. Aber diese Burg ist einfach fantastisch. Hier mit einem Katapult und diese Böden hier, das finde ich echt gut gelungen. Das große Eingangstor, fahren wir einfach mal, machen wir eine Kamerafahrt durch die Burg, soweit das eben hier geht. So, also hier ist das Burgtor, so kleinräumig funktioniert die Kamera natürlich dann nicht ganz so, wie man das will. Cool wäre übrigens, was ich ja echt cool finde, finden würde, machen wir so, die Möglichkeitsform ist nicht so leicht, haha, wäre ja, dass man in der First-Person-Perspektive quasi aus den Augen eines beliebigen Bricktrons die Welt sehen könnte. Ja, hier der Burginnenhof, hier geht's rein. Ich zoome jetzt doch mal wieder ein bisschen raus, das wird übersichtlicher sein. Mit einem großen Lager hier an Baumaterialien im Burghof, coole Idee finde ich. Hier eine Brücke, die er mit Bögen hier ziemlich cool hingekriegt hat. Und natürlich hier Türme, die Treppen außen in diesem Fall und vor allem jede Menge Plattformen. Das sieht übrigens so aus. Ich denke mal, das werden wir ungefähr hinbekommen, dass man da jetzt durch die Bretter, durch die Planken, meine ich, Bretter und Planken, durchgehen. Hier hat er so eine Art Gerüst gebaut mit hier seitlichen Versteifungen. Ich weiß gar nicht, ob die notwendig sind. Normalerweise müsste es eigentlich reichen, direkt in die Höhe zu bauen und darauf eben dann die Planken drauf und rundherum seitlich die Mauer. Es wäre also sogar möglich, hier drin eine Art Geheimgang zu bauen, was er wohl vielleicht auch gemacht hat teilweise, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube aber,
Durchgänge ist das hier nicht. Auf jeden Fall echt eine coole Sache. Später mal wird es ja, oder soll es ja auch möglich sein, solche Mauern mit Erde zu füllen. Und was ich auch cool finde, sind diese ganzen Niveauunterschiede auf diesen Burgmauern. Hier diese kleinen Vorsprünge, wo man raussehen kann. Kommen Sie rein, können Sie raussehen. Und dass er das auch hier cool ins Gelände integriert hat, das sieht fast ein bisschen aus wie die chinesische Mauer. Die große Mauer von China. Ja, oder von China, wenn ihr woanders im deutschen Sprachraum wohnt. Ja, jede Menge Brichtons hat er auch hier gespawnt, die er offensichtlich gar nicht mal so gebraucht hat oder verwendet hat. Die stehen nämlich einfach nur hier rum. Das sind insgesamt ja 15, 16, 17, 24, 27, 31, 32 Stück. Also eine große Menge. Trotzdem laggt das Spiel nicht. Also dürfte das, was er herausgefunden hat, nämlich das zu große Minenfelder, also wenn zu viele Blöcke von der Mine betroffen sind, dass das Lag verursacht, das dürfte tatsächlich auch stimmen. Und ja, ich werde mich natürlich von solchen Baukünsten inspirieren lassen und hoffe mal, dass ich da irgendwie an sowas, was er hier geschafft hat, rankomme. Wahrscheinlich nicht zu 100%, da ist er mir echt voraus, was die Bauskills angeht, aber zumindest so schöne Mauern möchte ich hinbekommen, eine Brücke vielleicht. Und wer weiß, vielleicht, das wäre eigentlich so ein lohnenswertes Ziel, so eine Festung, die ein Teil im Berg reingeht, wo es innen drin einen kleinen Bergfried gibt, einen Turm, wo es vielleicht dann auch eine Treppe in den Himmel gibt und dann auf einer anderen Insel drüben jede Menge Corruptrons spawnen mit dem Debug-Mode, auf der Burg jede Menge Verteidiger postieren und dann die Brücke vollenden und die Corruptrons stürmen dann auf die Burg zu und die Brichtrons verteidigen sie, so eine epische Megaschlacht. Das sollte uns auf jeden Fall beschäftigt halten, einerseits mal so eine Burg zu bauen und andererseits dann auch diese Schlacht vorzubereiten und durchzuführen, zumindest bis Patch 003 rauskommt. Ja, wobei, vielleicht kommt der ja früher, als wir alle denken, wenn Sauropod in ihrem neuen Büro dann auch mal Internet bekommt. Das ist derzeit offenbar das Hauptproblem. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ui, Sonnenflare, das schaut echt cool aus. Und wünsche euch was. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.